Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind im nächsten Solo-Battle. Wir sind im Soldier Field von Chicago und treten an gegen eine EA Sports Team-Auswahl. An der 5-Yard-Linie nimmt Renfrow den Kickoff auf. Die Cowboys sind unterwegs und kommen bis an die 33-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys. Angeführt von Dak Prescott. So, wir haben einen neuen Wide Receiver im Kader. Terrell Owens ist ja als Legende diese Woche mit hinzugekommen und den sehen wir jetzt natürlich auch schon bei unserem Team. Aber erstmal laufen wir mit Elliott bis an die 40-Yard-Linie des EA Sports Teams. So, 26 Duo, wir bleiben beim Lauf. 3 Yards, das ist machbar für Elliott, hoffe ich. Oh, da war die Lücke aber ganz schnell wieder zu. Elliott wirft sich noch nach vorne. Kein First Down. Es sind noch ein paar Zentimeterchen, die uns fehlen an Third and Inches. Elliott mit dem Lauf. Und sehr schöne Blocks, auch von den Wide Receivers. Und Elliott. Da sieht man, wie schnell Terrell Owens ist. Der war schon da. An der 15-Yard-Linie. First Down Cowboys. Oh, das gibt meinem Offense-Play wirklich nochmal eine ganz, ganz neue Komponente mit Terrell Owens. Elliott, Lauf durch die Mitte. Der sucht sich seine Lücke. Eigentlich wäre besser in die Endzone gesprungen. Aber First and Goal an der 2-Yard-Linie. Ein riesen Drive. Ola Whale ist jetzt auf dem Feld. Zeke Elliott braucht da mal eine kleine Pause. Ola Whale macht den Touchdown. Ich wollte eigentlich rechts rum, bin dann so hart getackelt worden, dass ich mich nach links weggedreht habe. Aber es hat gereicht. Touchdown Dallas Cowboys. Der Kick ist unterwegs. Der Kick ist gut und es steht 7-0 für Dallas. Ja, wir sind ziemlich genau bei der Mitte des ersten Quarters angekommen. Also ein richtig guter Drive zum Start in diese Challenge. Kick ist unterwegs, geht bis an die 1-Yard-Linie. Jetzt der Return. Ein Riesenhit von Jeff Heath. Erster Versuch und 10 für das Ultimate Team an der eigenen 26-Yard-Linie. Und überraschenderweise sehen wir wieder einmal Baker Mayfield als Quarterback. Ja, der Quarterback der Cleveland Browns, der wird in Solo-Battle echt rumgereicht. So, erster und 10. An der 26-Yard-Linie. Und gleich mal ein richtig schöner, vollständiger Pass von Baker Mayfield. First down an der 45-Yard-Linie. Das haben sie sehr gut gespielt. Erster und 10. So, ich zusätzlich zu der Passverteidigung nehme ich auch immer noch den Quarterback Contain mit hinein, um zu versuchen, Mayfield einigermaßen in der Pocket zu halten. Aber da muss er momentan gar nicht raus, denn seine Pässe kommen alle an. Erster Versuch und 10 an der 42-Yard-Linie damit. Das ist die nächste Completion von Baker Mayfield. Er nimmt mich hier gerade ein bisschen auseinander. Wir lassen den Drive nochmal in der Man-to-Man-Coverage. Aber wenn das so weitergeht, werde ich wohl in eine Zone wechseln müssen. Man in Motion. Der erste Lauf und auch der ist richtig gut. Ein Riesenhit. Aber Devontae Freeman von den Atlanta Falcons hält den Ball fest. Der Ball ist in der Red Zone der Cowboys. Also eine ganz schnelle Antwort des EA Sports Teams. Ein Draw, der ging in die Hose. Da waren die Cowboys zu aggressiv drauf. So, das erste Quarter ist schon vorbei. Zweiter Versuch und 9 an der 17-Yard-Linie für das EA Sports Team. Die Marcus Lawrence kommt da durch, aber noch nicht ganz. Mayfield ist 4 von 4. Wir haben einen dritten Versuch und 4. Zum ersten Mal, dass wir einen dritten Versuch erzwingen können. Der Ball ist über der Endzone. Incomplete Pass. So, das heißt,
Bend Don't Break Defense gespielt. Das heißt, unsere Defense hat zwar ja zugelassen, aber am Ende des Tages keinen Touchdown, sondern nur ein Field Goal. 7:3 der Spielstand. Das hat doch richtig gut funktioniert. So, wir haben noch 2:33 auf der Uhr. Drei Auszeiten, das offizielle Timeout zum Two-Minute-Warning kommt noch. Also noch mächtig Zeit auf der Uhr. Wollen wir doch mal schauen, ob wir es vielleicht schaffen, nochmal Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Renfro braucht erstmal einen neuen Unterkiefer, denn der dürfte jetzt irgendwo am Seitenland liegen nach diesem Catch. Halfback Dive durch die Mitte. Momentan brauche ich Terrell Owens noch nicht einzusetzen. Elliott mit dem Run. Ja, aber das sind solche Lücken bei dem EA Sports Team. Elliott läuft und läuft und läuft. So, jetzt mein Lauf über die Außen, ein Toss. Wir nehmen die linke Seite. Elliott bis an die 48-Yard-Linie. Das war das letzte Play vor dem Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier in der ersten Hälfte im Soldier Field. Mitten in Chicago das Stadion. Angel Smash, wir attackieren die Mitte mit Zeke Elliott. Witten meine Sicherung, aber wir gehen auf Elliott. Nein, wir gehen nirgendwo hin. Das war ein ganz böser Sack. 3. und 18 damit. Wow, 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 der hat wehgetan. So, wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Nehmen den Double Slant Owens von links, Cooper von der rechten Seite. Und los geht's. Da ist der Ball auf Terrell Owens und der hat einen First Down. Wunderbares Play. Genau dafür brauchen wir die Legend. Wir bleiben mal bei den Double Slants. Wir achten auch auf Cobb, der kommt von der rechten Seite. Boah, da ist das EA Sports Team so offen. Wir sind an der 28-Yard-Linie. Wir nehmen nochmal den Angle Smash. Attackieren die Mitte mit Zeke Elliott. Und als hätten sie noch nie gehört, dass ein Running Back auch Bälle fangen kann. Der Ball ist an der 8-Yard-Linie. First and Goal. Wir nehmen den Stick. Wir schicken Cooper von links auf eine Slant Route. Witten ist meine Sicherung. Da ist der Ball auf Amari Cooper. Und wir sind an der 3-Yard-Linie. Noch einmal der Stick. Wieder ist es Cooper, der von der linken Seite kommt. Aber auch Jason Witten. Eine mögliche Anspielstation. Der bekommt den Ball. Die sichersten Hände von Texas greifen zu und er steht 13:3. Mein Gott, meine Passing Offense ist nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn ich denke, wie die noch vor ungefähr 4 Wochen aussah, ist das ein Wahnsinnsunterschied. Er steht 14:3. 29 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis knapp vor die Goal-Line. Jetzt der Return des EA Sports Teams. Bin gespannt, ob sie den Ball nochmal so gut übers Spielfeld bewegt bekommen. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt liegen sie schon mit 11 Punkten hinten. Jetzt bräuchten sie eigentlich schon einen Touchdown, um hier nicht den Anschluss komplett zu verlieren. Und das weiß auch Baker Mayfield. 1. und 10. Oh, es ist ein Lauf. Da versuchen sie also nicht mehr viel vor der Halbzeit, lassen die Uhr jetzt auch runterlaufen, nehmen kein Timeout. Das ist sehr konservativ, was das EA Sports Team hier spielt. Werden wir überhaupt noch einen Snap sehen? Ja, aber es ist wieder ein Lauf, wieder über die Mitte. Und sie haben doch die Devontae Freeman. Warum arbeiten sie nicht mehr mit ihm? Da hätten sie mit Auszeiten noch was erreichen können. Nagy übrigens, der Head Coach des EA Sports Teams in der Partie, der normalerweise ja die Chicago Bears coacht. So, wir öffnen mit dem Kickoff die 2. Hälfte der Partie. Wir führen mit 11 Punkten, also ein Two-Score-Game. Das sieht bis jetzt alles sehr gut aus. Der Return endet an der 27-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. An der 27-Yard-Linie.
Baker Mayfield, da habe ich einmal nicht den Quarterback contain und schon läuft er mir weg. Aber ich glaube, das hätte ich auch so nicht verhindern können, weil mit dem Quarterback contain schließe ich ja eigentlich die äußeren Lücken und nicht die innere. Und da ist er mir ja gerade durchgerutscht. Erster und 10 an der 43. Laufversuch Devontae Freeman. Das war eigentlich nur ein halbherziger Tackle, aber es hat gereicht, um ihn aus der Balance zu bringen. Zweiter Versuch und 7. Ball 4 Yards von der Mittellinie entfernt. Oh, ein Wahnsinnspass von Baker Mayfield. Erster Versuch und 10. Guter Drive des EA Sports Teams, aber die müssen jetzt auch scoren. Die brauchen einen Touchdown. Und das ist ein Sack. Da ist Baker Mayfield genau in die Arme gelaufen von Marcus Lawrence. Aber das war genau der Grund, warum ich gegen Baker Mayfield mit dem Quarterback-Container arbeite. Der versucht halt aus der Pocket zu kommen. Devontae Freeman versucht da irgendwo eine Lücke zu finden, aber da war alles dicht. Und jetzt haben wir sage und schreibe einen dritten Versuch und 18. Ja, das ist dieser wichtige erste Versuch in der zweiten Hälfte und das sieht nicht gut aus. Für das EA Sports Team und es endet sogar noch schlimmer, denn das ist eine Interception. Nicht nur das, Van der Esch erzielt sogar eine Pick 6. Und ich will ja nichts sagen, aber das riecht schon ein bisschen nach Vorentscheidung. Kick ist unterwegs, Kick ist gut. 21 zu 3 führen die Dallas Cowboys. So, der Kick geht bis knapp hinter die Goal-Line, wird dort aufgenommen und jetzt retourniert. An der 31 kommt das EA Sports Team wieder aufs Feld. Cover One Rubber. Lauf über Devontae Freeman. Findet eine Lücke immerhin, das waren 6 Yards, also gar nicht mal verkehrt. Der Ball ist an der 37 Yard Linie. Wir liegen jetzt mit 18 Punkten vorne. Das ist ein 3-Score-Game. Also wir können uns hier sehr, sehr beruhigt zurücklehnen. Wir dürfen halt nur das EA Sports Team nicht schnell scoren lassen. Ruhig Zeit von der Uhr nehmen. Dann wird das hier eine relativ sichere Sache bis zum Ende des Spiels. Wir haben einen dritten Versuch und 5. Oh, Missed Tackle, das ist ein Fumble, aber da hat Mayfield Glück, dass er schon im Seitenaus war. Neuer Erster und 10 an der 48-Yard-Linie. So, hier laufen die letzten Sekunden runter. Werden wir noch einen Snap sehen im dritten Quarter? Nein. Es geht ins Schlussviertel hinein. 21 zu 3 der Spielstand. Der Ball ist kurz vor der Mittellinie. Also das EA Sports Team muss sich hier echt was einfallen lassen, wenn sie hier noch irgendwo nochmal Spannung in das Spiel hineinbringen möchten. Die Marcus Lawrence kommt nicht heran an Baker Mayfield. Dann macht die Sache schon lieb. Zweiter Versuch und 11. Aber sie kriegen jetzt auch die Marcus Lawrence nicht mehr vernünftig geblockt. Kriegen ihn nicht mehr ferngehalten von Baker Mayfield. Kaum sage ich es, passiert so etwas. Schöne Verteidigung von Anthony Brown. Das ist ein dritter und 11 von der 46-Yard-Linie. Und einen vierten Versuch werden sie natürlich auch ausspielen müssen. Incomplete Pass von Baker Mayfield. Der war mal richtig schwach geworfen. Wir haben einen vierten und 11. Und wie erwartet wird dieser Versuch auch ausgespielt werden. Mit die letzte Chance, die das Team hat. Das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Byron Jones. Eben war es Van der Esch mit der Pick 6 und jetzt ist es Byron Jones. Eieieiei. So, der Kick ist gut. Und es steht 28 zu 3. 2 Minuten 21 noch zu spielen. Jetzt ist das Ding
hundertprozentig durch. Also da wird sich nichts mehr ändern. Die Cowboys werden dieses Spiel gewinnen, da lege ich mich fest. Der Kick bis knapp hinter die Goal-Line wird retourniert. An der 26-Yard-Linie kommt Baker Mayfield wieder aufs Feld. Erinnert mich gerade die Vorstellung an seine Performance in der vergangenen Woche am ersten Spieltag gegen die Tennessee Titans zu Ende der Partie. Da war ja auch quasi jeder Drive eine Interception. Incomplete Pass, aber jetzt spielen auch die Receiver nicht mehr mit. Zweiter Versuch und 10. Wunderbarer Sack von Crawford. Ja, das ist das Wichtige gegen Baker Mayfield. Der versucht, aus der Pocket herauszukommen. Und wenn du dann halt die Quarterback-Contain spielst, machst du die äußeren Seiten zu. Und wenn er da dann versucht, irgendwie auszubrechen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er einem End direkt in die Arme läuft. Dritter und 14, es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Das ist der nächste Pick. Diesmal ist es Byron Jones. Das gibt es nicht. Das ist die dritte Pick 6 in Folge. Ach du Weiher. Also das habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. In 3 aufeinanderfolgenden Drives, 3 Interceptions mit direktem Touchdown hinten dran. 35-3. Also dass die Sache hier so glasklar aussehen würde, hätte ich nach dem ersten Drive des EA Sports Teams nicht erwartet. Wir sehen einen Return, der endet an der 30-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. ...1:47 noch zu spielen. Ich glaube, Baker Mayfield möchte nur noch, dass dieses Spiel vorbei ist. Ein vollständiger Pass. Zweiter Versuch und 1 an der 38-Yard-Linie, aber jetzt natürlich auch keine großen Ambitionen mehr. Sean Lee kann den Ball abtippen. Wir haben einen dritten und 1. Wundervoller Hit von Renfrow. Aber ein neues First Down an der 47-Yard-Linie. Torrey Holt mit dem Catch bringt sein Team nochmal über die Mittellinie. Wieder ein Complete Pass. Der Ball ist an der 36-Yard-Linie. Und wir haben eine weitere Interception. Diesmal ist es Anthony Brown. 4 Interceptions in einem Spiel. Und ich hatte noch überlegt, ob ich weg von der Man-to-Man-Coverage gehen sollte. Erster und 10 an der 26. Wir laufen mit Zeke Elliott. Unsere Offense kommt wirklich auch nochmal aufs Feld. Zweiter Versuch und 8. Wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Owens und Cooper von der linken Seite. Oh, der war nicht gut geworfen. Und trotzdem pickt Terrell Owens den noch runter. Das ist jetzt halt der Vorteil, den wir dort haben mit einem Receiver im Format eines Terrell Owens. Der kann auch aus solchen wirklich schlechten Würfen noch was machen. So, lauf Elliott nochmal. 2 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 8. Aber die Uhr läuft hier weiter runter und das ist ja genau das, was wir jetzt auch wollen. Hier nochmal ein paar schöne Blocks. Eldet bis an die 42-Yard-Linie des EA Sports Teams. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch ein Play sehen werden, weil die Zeit läuft langsam runter. Ich glaube, eine Ballübergabe werden wir noch sehen. Ja, Elliott läuft nochmal. Und das war's. 35-3. Lass uns schon eine ganz eindeutige Nummer. Schlagen wir das EA Sports Team. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.